Hallo, in diesem Video nur ein kleiner Trick, wie Sie einfach mit Google eine Wertpapieranzeige bekommen können. Die Suchmaschine analysiert die von uns eingegebenen Daten zuerst und wenn diese einem ganz bestimmten Syntax entsprechen, dann wird nicht nur eine normale Suche gestartet, sondern auch eine ganz bestimmte Antwort an der ersten Stelle ausgegeben. Eben in diesem Fall der Wert des Aktienpapiers. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir das abfragen können. Ich mache jetzt hier erstmal die einfachste. Wir schreiben rein Aktie und dahinter der Name der Aktie. Vorausgesetzt, diese ist eindeutig zuordbar. Wir bekommen hier durch das Google Suggest Feature schon einige Möglichkeiten. Wenn unsere dabei ist, ist es gut. Wenn es nicht, dann ist es nicht ganz so gut. Ich nehme jetzt mal Volkswagen, die ist immer noch zuordbar. Und bekomme hier direkt als ersten Treffer jetzt den entsprechenden Wert. Für den Fall der Fälle, dass das mit dem Namen nicht so gut klappt, können wir auch noch die sogenannte WKN oder die ISIN-Nummer angeben. Ich bin jetzt ein bisschen runtergescrollt, dadurch habe ich die jetzt hier bekommen. Sehe ich jetzt hier im dritten oder zweiten Treffer streng genommen. 766400 ist die WKN. So, wenn wir die eingeben, dann brauchen wir keinen Namen und auch keine Aktie davor einzugeben, denn Google erkennt, dass diese Nummer unter anderem eine sogenannte Wertpapier-Kennnummer ist, also deswegen WKN. So, wir klicken wieder auf die Suche und wir bekommen genau dasselbe Ergebnis. Und das hier funktioniert natürlich nur auf google.de, da es eine deutsche Nummer ist. Wenn wir das Ganze international haben wollen, dann dürfte das hier auch noch funktionieren. Denn deswegen sind die ISIN-Nummern entwickelt worden, damit man eben auch im Ausland ganz einfach auf deutsche Papiere zugreifen kann. Klicken wir drauf, bekommen wir wieder dasselbe Ergebnis. Also ziemlich einfach das Ganze. Wenn Sie Aktien haben, dann dürften Sie wahrscheinlich die WKN selber kennen und dann dürfte das ja auch ganz einfach sein. Und wenn Sie das dann regelmäßig darüber abprüfen möchten, dann lohnt sich sicherlich das Anlegen eines Bookmarks, damit Sie das nicht immer wieder eingeben müssen. Okay.